Herzlich willkommen bei den, naja, genau, Breitenseer Lichtspiele-Kinogesprächen. Heute zu Gast Schauspielerin Christina Scherrer. Also, hallo und herzlich willkommen bei Naja Genau, die intelligente, humorvolle TV-Sendung, nur in OktoTV zu sehen und in der Oktothek. Und wir sind auch in YouTube vertreten, ja? Schaut ihr bitte das an! Meine Damen und Herren, einen riesen Applaus! Wir Christina Scherrer. Applaus, meine Damen und Herren. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt kommen Fragen fertig. Bitte. Habe ich vorbereitet. Aber, sehr schön. Aber bitte nicht nervös sein, ja? Na, ein bisschen schon. Na, sicher nicht. Die erste Frage war, kann ich du sagen oder bitte, sie? Unbedingt du, bitte. Wieder unbedingt du. Meine erste Frage ist, warst du einmal im Kino? Ich war in, jetzt waren es glaube ich fast 1,5 Jahre, wo ich nicht im Kino war. Wieso nicht? Es ist das erste Mal heute, dass ich wieder in einem Kino sitze. Aha, wieso nicht? Weil wir sowas Lästiges wie die Pandemie gerade haben, deswegen, und ja? Ab nächster Woche kann man aber wieder ins Kino gehen, also ab morgen eigentlich kann man ins Kino gehen. Oh ja! Genau. Sehr gut. Und wieso warst du lange nicht im Kino? Weil es zugesperrt war, leider, alles. Leider? Die ganze Kunst war zugesperrt. Und Kackhaufen drin. Ja, wirklich. Das kann man so sagen, oder? Das kann man genauso sagen, na sicher. Ja, sicher. Und meine zweite Frage ist, wann hast du Schauspielerin gelernt? Also, das ist schon lange her. Ich bin jetzt schon 10 Jahre Schauspielerin. Und habe gelernt in Graz auf der Universität und bin seit wann? 2009 bin ich quasi fertig geworden mit dem Studieren. Und seitdem bin ich Schauspielerin. Also 12 Jahre. Wieso hat das so lange gedauert? Gell, das frage ich mich auch, ja. Ja, also seit 12 Jahren bin ich Schauspielerin und machen wollte es schon sehr lang, seit ich 14 Jahre, glaube ich, bin. Ja. Aha. 14 Jahre. Ja. So lange her, aber macht nichts. Das macht nichts, ne? Und meine nächste Frage, wieso bist du Schauspielerin bei dieser Tatort? Weil... Ja, weil ich erstens eine gute Schauspielerin bin, zweitens, weil ich ein Casting gehabt habe für den Tatort und dann wurde ich für die Rolle genommen. Und das war aber schon vor einigen Jahren und dann war ich einmal dabei, ja, bei einem Tatort und dann habe ich 4 Jahre nichts gehört vom ORF. Aha. Und das war sehr schade natürlich, schade und traurig, aber letztes Jahr haben sie wieder angerufen und gesagt, Christina, wäre das was? Du im Tatort, komm, magst du vielleicht, wir knien dich an, bitte, bitte, spiel doch wieder mit. Und dann hat die Christina gesagt, okay. Die Kollegen meinen, dass sie jetzt schon 20 verschiedene DNA-Spuren haben und dass die Untersuchung Wochen dauern wird. Und ich habe die Handynummer von dem vermissten Kind herausgefunden. Ist aber aus. Da. Ah ja, und das Auto von der Frau Gruber ist weg. Das sagst du jetzt? Ist da nicht in den Sinn gekommen, dass das vielleicht eine wichtige Information wäre? Entschuldigung. Ist die Fahndung draußen? Naja, na
Nein. Na, dann aber schnell. Und über was geht's da, über Tatort? Es gibt meistens die guten Kommissare und die bösen Mörder und Mörderinnen und die Kommissare schnappen die Mörder. Meistens. Aha. Zwar keine Ergebnisse von der Fahndung, die beiden sind wie vom Erdboden verschluckt. Dafür haben wir aber Blutspuren, die gerade ausgewertet werden. Und dann gibt es noch ein Beweismittel, das die Tatortgruppe gesichert hat. Ein Kugel aus Staniolpapier mit Resten von Kokainsalz und Natriumhydrogencarbonat. Craig! Aha. Aber jetzt haben Sie eine neue Assistentin und die Assistentin bin ich und ich helfe Ihnen quasi bei der Suche und nur mit meiner Hilfe können Sie das wirklich schaffen. Sehr, sehr gut. Okay. Bei dem Wiener Tatort spielt ja immer die Wiener Vega mit. Die Einsatz, also die quasi die Polizisten, die immer so schwarz angezogen sind mit Helm und die die Türen aufbrechen, die ganz Orgen. Aha. Und die spielen auch mit, also die echte Vega, diese Sondereinsatzeinheit von der Polizei, spielt auch im Film mit, weil das ist billiger, quasi die zu engagieren als Schauspieler, die das mühsam lernen müssen, wie das geht, dass das gut ausschaut. Und das war super spannend, mit denen zu arbeiten, weil die einfach ganz großartige Leute sind und einen sehr argen Job haben, den ich sehr bewundere. Der im Film immer ausschaut wie total großartige Action, aber ich glaube, im echten Leben ist das ein bisschen anders. Und welche Filme oder Serien schaust du dir an? Oh, es gibt so viele Serien. Ich versuche manchmal sogar gar nicht fernzusehen, weil das ganz gut ist, dass man überhaupt nicht in das Kastel reinschaut. Naja, voll. Wir sitzen eh dauernd vor dem Kastel, vor dem Handy, vor dem Tablet, vor sonst irgendwas. Was schaue ich gern an? Ich schaue mir gern Filme an, wo sie mit Schwert kämpfen. Also alles, wo ein guter Schwertkampf dabei ist, bin ich dabei. Und magst du auch Mittelalterfilme oder nicht? Mittelalterfilme sehr gerne. Die drei Musketiere kennst du wahrscheinlich? Ja, kenn ich. Ja, die drei Musketiere natürlich. Alle für einen, einer für alle. Ihr schlagt euch trotz des Verbots? Ah, das ist ja der liebe Monsieur Jussac. Höchstpersönlich. Und er bittet euch, ihm sofort zu folgen. Und wenn nicht? Wenn nicht, wir sind sechs. Und ihr seid nur drei. Wie mir scheint, sind wir aber vier. Einer für alle. Alle für einen. Und sonst, was gibt's noch? Ritterfilme, Robin Hood zum Beispiel, natürlich, klar. Ja. Alles, wo Pfeil und Bogen, Schwertkampf, Degen, Fechten, mir egal. Hauptsache, es ist ein guter Kampf dabei. Oh, kein Blut, oder? Ein bisschen Blut darf schon dabei sein. Tja, was soll man sagen, originell oder nicht, dieser Filmausschnitt muss jetzt her. Jetzt, schmalzgewichster Rittersmann, gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Euer Arm ist ab. Ist er nicht. Und was ist das da? Oh. Bitte nicht Blut. Nein, okay. Na, dann mach mal weniger. Mach mal weniger Blut. Ja, bitte. Im Film ist ja sowieso immer nur Kunstblut. Das ist ja kein echtes Blut. Ja. Damit kann ich leben. Na, schau. Mach mal Kompromiss. Genau. Echtes Blut, na, haben wir alle echtes Blut im Herz drin, ja? Komm, du König Verschnitt! Der Sieg ist mein! Und welche Hobbys hast du? Wenn die Kletterhalle offen wäre, dann würde ich jetzt sicher klettern gehen. Und tust du auch Radfahren oder nicht? Seit 3 Tagen wieder. Ich war jetzt zu faul, dass ich mein Rad repariere. Oh je, meine.
Aber vor 3 Tagen habe ich es wieder geschafft und jetzt kann ich wieder Radl fahren. Und jetzt ist, ja, mit Regen und so. Aber das wird. Ja? Oder Tischtennis spielen tue ich sehr gerne im Park. Gibt es ja viele Möglichkeiten, Tischtennis zu spielen. Federball spielen und Ukulele spielen. Aha. Kennst du Ukulele? Ja, kenn ich. Ja, ja. So die, wo immer die Musiker sagen, das ist kein Instrument, sondern das ist irgendwie so eine kleine Gitarre. Ja. Aber es ist eine Ukulele. Es ist schon ein bisschen geschissen, oder? Ist es nicht Arsch, oder? Ist es nicht blöd? Wer soll denn das ausholen? Das ist doch ein Schass, oder nicht? Geh, was sagst denn du? Krise heißt doch Chance. Uns geht's ja nicht schlecht. Es ist zwar nicht ganz gerecht, aber zum Ausholen grad recht. Ja, und so ein guter Schatz ist laut und stinkt. Man hat einen Kohl, während die Welt versinkt. Ja, du kannst das Ming, das Leben mit der Kunst. Du kannst die Kunst mögen, alles dein Leben. Ob subventioniert, freischaffend, angestellt und versichert, subversiv, nebenbei mit Mainstream-Schnackseln, ja, das hilft massiv. Naja, ich spiele, wie gesagt, die Ukulele. Ja? Und ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber eigentlich singe ich. Also eigentlich spiele ich Ukulele und singe dabei. Aha. Genau. Okay. Hätte ich mitnehmen können halt eigentlich, aber das weiß ich ja nicht, was auf mich zukommt. Eigentlich hast du das vergessen. Ja, ich hab's vergessen. Es ist meine Schuld, ich geb's zu. Dabei wurdest du ja Stunden zuvor gebrieft. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen bei Naja genau, die intelligente, humorvolle TV-Sendung. Heute zu Gast Schauspielerin Christina Scherrer. Und irgendwie ist das schon geil. Das Leben on the edge ist steil. Alles und nichts kann morgen passieren. Ja, wer darf vom Dunkeln raus ins Rampenlicht? Ja, wen erwischt's und welche nicht? Probieren wir doch die altbewährte Taktik. Und zwar die viel erprobte Praktik. Geh mal ins Ausland, werden berühmt und sterben. Ja, dann bleibt wenigstens was zum Erben. Und den systemrelevanten heiligen Schrein, ja, den kriegt die Kunst dann auch daheim. Hallo. Und die nächste Frage ist, welche Musik Musikstücken, ja, spielen die du? Welche ich spiele auf der Ukulele, meinst du? Ja. Ich spiele ganz viel so alte Swing-Sachen. Ja. Swing-Musik aus den 20er Jahren oder 30er Jahren und voll gern alte Wiener Lieder. Kabarettlieder aus den 50ern und 60er Jahren. Aha. Es ist Freitagabend, Rosi liegt im Krankenhaus mit Wehen. Mit Wehen. Und sie sagt zum Arzt, sie muss jetzt leider gehen. Ja, leider gehen. Trotz Wehen. Er sagt, sie können nicht, sie kriegen jetzt ein Kind. Rosi drauf. Ich sag ihnen's, wenn sie mich nicht haben, wenn sie mich nicht haben lassen, renn ich davon, weil der Saubstecherbeutel, der kommt morgen um 9 zu mir in die Scheune. Ja, weil der sticht die Sau und die muss sie zerlegen,
trotz Wehen muss ich jetzt leider gehen. Sie nimmt den Bus und fährt nach Haus. Und meine nächste Frage ist, lesen Sie gerne oder nicht? Ich lese sehr gerne. Was denn? Zum Beispiel alte Romane vom Stefan Zweig, einem österreichischen Autor. Den mag ich sehr gerne. Da habe ich gerade alle seine Bücher durchgelesen, fast alle. Oder Gedichte, sehr gerne Gedichte. Und jetzt gerade, was habe ich gelesen? Die Melissa Erkurt, eine österreichische Autorin. Auch Journalistin, genau. Die schreibt für eine Zeitung, für den Falter zum Beispiel. Aha. Genau. Und über was geht's da? Die Melissa, die schreibt über unser Schulsystem, dass unser Schulsystem in Österreich noch sehr viele Lücken hat und nicht für alle Menschen gleich gerecht ist. Und da hat sie sehr recht. Aha. Ja. Und sie versucht es zu verändern und versucht neue Ideen zu bringen, wie man dieses sehr alte Schulsystem vielleicht ein bisschen inklusiver gestalten kann, wenn man das Wort jetzt verwendet. Und da bohrt sie ganz tief in eine Wunde hinein und hat ein paar Feinde, aber ganz viele, die das toll finden, was die schreibt. Aha. Genau. Und welche Musiker magst du? Total viele. Das ändert sich bei mir alle zwei Wochen, weil ich sehr viel Musik höre und manchmal ist es wieder der Beethoven oder der Mozart. Bin ich zwei Wochen klassisch unterwegs und dann bin ich wieder zwei Wochen modern. Es gibt ganz viele österreichische Musikerinnen, die ich voll gern mag. Da gibt es Bands wie Madame Bahö, Balkanmusik, ich stehe total auf Balkanmusik. Alles, was mit einem guten Beat ist und vielleicht ist ein Akkordeon dabei oder ein Kontrabass oder ja, Saxophon darf auch dabei sein, was darf noch dabei sein. Alles, was einen guten Balkan-Beat erzeugt, da bin ich dabei. Was ist ein Balkan-Beat? Balkan-Beat ist so ein bisschen eine Mischung zwischen traditioneller Musik aus verschiedensten Ländern und, ich sage jetzt mal, Schlagzeug-Sounds oder irgendwie moderne Beats, die aus der Dose kommen, die künstlich erzeugt sind, aber wo man gut dazu sich bewegen kann. Daneben, dem Schnaps wegen. Und die Rosi hat geduldig den Blutkübel und er wird übel, so schrecklich übel. Und er holt aus und sticht die Sau. Er sticht ab, sticht daneben. Ich habe gehört, du warst im Theaterdschungel, da hast du mitgespielt, oder nicht? Mhm. Was denn? Das war vor einigen Jahren, da ging es um die Geschichte von der, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig ausspreche, Malala Yousafzai, ein junges Mädchen, die auf ihrem Schulweg im Bus angeschossen worden ist. Oh Gott. Und die hat diese Geschichte hat quasi ein Wiener Autor aufgeschrieben und für Kinder haben wir das gespielt in einem wirklichen Bus. Da ist so ein großer alter Schulbus aus den 80er Jahren, den haben sie umgebaut und der ist dann vor dem Dschungel gestanden und da hat man sich quasi die Sitzreihen waren nicht so wie im Bus, sondern so quasi den ganzen Bus rundherum und in der Mitte war so ein kleiner Spalt und das war meine Bühne und
Da habe ich dann gespielt für Kinder von, wie alt waren die, von 6 bis 12. Und das war sehr schön. Warst du der Busfahrer oder? Nein, ich war nicht das Kind. Oder ich was? War das Kind. Also du warst angeschossen oder was? Die Geschichte habe ich quasi erzählt. Aha. Aha. Du hast erzählt, ja? Genau. Und gibt es da ein Buch oder? Da gibt es, glaube ich, mehrere Bücher. Sie hat ein eigenes Buch geschrieben, die Malala, die jetzt mittlerweile vielleicht 20 oder so sein sollte. Ja? Und hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Und es gibt mehrere, glaube ich, Theaterstücke über sie. Und magst du Kabarettisten oder nicht? Ich mag Kabarettisten, wenn sie lustig sind. Ja. Nein, ich mag sehr viele Kabarettisten. Es gibt ja mittlerweile in Österreich auch ganz viele Frauen, die Kabarett machen, was ich ganz großartig finde. Und da gibt es einige Junge, und die ich sehr super finde. Als Botscher des Haschall, hat mal nix zum Arm, schwipps wie am gehen. Jo, jo, weil wir uns Botscher der Haschall am schwipps wie am gehen. Jo, jo, hat's früher oder später ein gröberes Verblutungsproblem. Und wieso kennst du das Kabarettgipfel nicht, oder was? Na, kennen du es schon, ich hab's noch nie gesehen. Ich schau mal lieber gern die an, die noch nicht so berühmt sind. Aha, wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel die Isabel Meili. Wie alt ist das? Isabel Meili ist eine ganz großartige schweizer-österreichische Kabarettistin. Die kenne ich schon sehr, sehr viele Jahre und die ist einfach sehr gut und sehr lustig. Und die ist noch nicht so bekannt, dass beim Kabarettgipfel mitmachen darf. Ja. Aber so ist fast so ähnlich, ja. Ja, ich bin tatsächlich Schweizerin und dementsprechend hatte ich auch eine wahnsinnig schöne Kindheit. Ja. Ihr werdet euch jetzt denken, ja natürlich hattest du eine schöne Kindheit. Ihr Schweizer seid auch alle stinkreich. Und da muss ich jetzt mal an dieser Stelle eins klarstellen. Das stimmt. Wir sind so scheißreich. Also, was willst du noch? An Theaterstücken? Ja. Ich habe ja eigentlich die letzten 12 Jahre Theater gespielt. Oder 10 Jahre sehr viel Theater von den letzten 12. Und da war ich an den verschiedensten Häusern in Wien zu Gast. Für eine Produktion immer. Und ich weiß nicht, kennst du das Kosmos-Theater in Wien? Nein. Genau, da habe ich jetzt vor kurzem gespielt, da haben wir jetzt geprobt und haben ein Stück geprobt. Und im März haben wir leider nicht spielen dürfen, aufgrund der Pandemie. Die Sendung wurde ja schon im Sommer aufgenommen. Das heißt, auch wenn die Wiederaufführung gerade im Laufen ist, kann es sein, dass sie gerade vorbei ist. Darum unbedingt nachschauen unter kosmostheater.at und natürlich christinascherer.at. Na endlich! Sind wir aus den geschlossenen in die öffentlichen Räume umgezogen. Guten Abend, da sind wir. Wir haben uns rausgelassen und wir haben vor, uns auszubreiten. Bald sind wir überall. Wir sitzen in Büros und Cockpits und Vorständen. Wir überholen euch auf der Autobahn. Wir hängen am Sportplatz rum und glotzen euch in den Schritt, während ihr Körbe werft. Wir machen Kunst, wir machen Stress, wir machen nix. Und eine Frage ist noch offen. Welche ist es? Das Spannendste. Okay, ich bin gespannt, ja. An dieser Theaterschauspielerin, was ich sagen will, möchte. Und der Ernst Radenick löscht das nicht raus, ja. Und der Kurt auch nicht, bitte hinter der Kamera, ja. Also kennst du Reinhard Fendrich? Cut! Ist da ein Verbot, über Reinhard Fendrich zu sprechen in dieser Sendung? Nein, da gibt es natürlich kein Verbot. Warum das? Weil Marcel das immer fragt. Und der Ernst genervt ist, genau.
Wie steht der Dienst an der Strada del Sole? Die Fürstammerwelle in die Nächte Santale. Ich habe keine Ahnung, wer ist das? Wer ist das? Reinhard, noch nie gehört. Ist mir ein Name, ist mir kein Begriff. Me prendi in so ospital italiano. Das geht haben's mal gestessen, jetzt stehe ich allein. Ja, herzlichen Dank für das spontane Mitspielen. Wir, beziehungsweise Reinhard, geht jetzt weiter. Also an die Arbeit, kommt's. Tempo, Tempo. Und bis wir am Ende kommen, jetzt sind wir am Ende, aber kennst du einige Witze oder nicht? Oh nein. Ich bin so schlecht mit Witzen. Ich bin ganz schlecht. Ich bin Schauspielerin, ja, und kann mir einen Witz sehr gut merken, ja, wenn er mir erzählt wird. Ja. Und dann für 5 Minuten. Und dann ist er weg. Aha, Blackout. Dann ist Witze-Blackout bei mir und dann geht gar nichts mehr. Aber vielleicht hast du einen guten Witz für mich, den ich immer merken kann. Zumindest die nächsten 5 Minuten. Ja. Bitte. Natürlich. Bitte, erzähl. Die Kamera hört auch mit, ja? Ja. Also jetzt geht's los. Aber keine Witze über Reinhard Fendrich. Nein, nein. Okay. Also, los geht's, oder? Ja, ich höre. Das ist aber ein kurzer Witz. Das ist super. Vielleicht merkt jemand. Gehen 2 Kaugummis um die Ecke, also Ecke, du weißt schon, was eine Ecke ist oder nicht? Ja. Bleibt an der Bicken. Der ist sehr süß. Ja. Sehr schön, den kann ich mir vielleicht merken. Ja, vielleicht. Vielleicht sogar eine halbe Stunde. Ja, oder 5 Minuten. 5 Minuten, ist voll okay. Einen herzlichen, herzlichen Dank an den Kurt und an den Ernst Radin und an die Tina und an wem dann? Wem noch? Und an dich. Ja, und an dich natürlich. Ja, danke schön. Dankeschön. Also, Bussi, Babassi, bis zum nächsten Mal. Das sag ich immer zu Kamera. Ja, herzlichen Dank, das war's dann auch schon wieder. Eine weitere Folge der, naja, genau, Breitenseer Lichtspiele Kinogespräche. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Und wir wurden leider auch sofort ein wenig durchschaut. Das wird rausgeschnitten dann, was denn? Ja! Beim nächsten Gespräch ist ein Kinomaler zu Gast, Hans Knaus. Wir freuen uns schon. Eine schöne Woche noch. Ciao, Baba. Ja.